Nachwuchsförderung. Jagdfieber unter der Presse. Wenn du jetzt deinen Jagdfieber gepackt hast und hast gedacht, ja, die Mutter eignet sich für den Job, und dann hast du natürlich das Quatschen angefangen. Und dann kannst du natürlich eine Note 1 bis 6 einfahren. Dann bist du eben richtig aus dir rausgekommen. Und wenn sie unter der Presse zufrieden war, dann hat man sich wieder getroffen. Und dann hat man dann irgendwo seine Märchenstunde eröffnet. Ich habe ja gehört, du bist auf St. Pauli jemand. Ich habe da eine Zimmervermietung im Eurocenter. Ja, kann ich da mal mit durch? Ja, ich habe da Angst. Das zählt die Neugier. Die Neugier und Leidenschaft sind die Quellen sexueller Potenz. Und das wuchert bei den Weibern im Fundus drin. Und dann, ja, dann habe ich sie mit oben, und dann hat sie die Elfi, die mit ihrem mütterlichen Charakter. Koch nett, und Käffchen darf sein. Da gab es einen kleinen Keks auf dem Tassenrand. Ach, hast du schön. Und mein Salon war ja auch heimlich. Afrikanische Schiefer, Eichenecke. Ja, also haben sie massen nicht zu Hause gehabt. Und dann hatte ich Baldachin, alles von Erwin Ross machen lassen. Ja, und dann ist es so, bleib doch mal hier am Tag. Nein, also ich kann mich doch hier. Nee, dann sind sie geblieben. Dann hast du so, weißt du, wenn sie dann über die Brücke den ersten Hasentod, sprich Jägermeister, gesoffen haben, dann waren sie dann, ach, guck mal, was sie, ja, und dann die anderen Weiber sind ja länger wie die nach Finster, die da schon agern. Die wollen ja nicht sofort auch auf. Guck mal, was ich hier habe. Zieh doch mal den Stringtanger an. Mensch, das steht ja aber. Und dann werden die Pems noch rausgekrabbelt. Da siehst du schon, wie sie geht. Nun komm mal für eine halbe Stunde davor. Nur mal als Gaudi. Ja, dann, ja, so geht's du los. Sukzessive wird sie dann weichgebabbelt. Und dann ist sie da. Und dann siehst du am zweiten Abend, wie sich dann schminkt wie Greta Garbo und schon richtig zitterig wird im Geschlitz. Ne? Und Runde hopst. Mit der geistigen Würze. Wie man die Frauen anspricht. Wie man die Frauen anspricht, diesen Moment würde ich ja jetzt rumeiern müssen. Das kommt aus dem Lameng raus. Du hast einen Spruch gebracht mit der geistigen Würze. Hast ja den richtigen passenden Spruch für den Arsch gewälzt zu dem Zeitpunkt und hast damit hingesetzt, dass auch mal gesagt, dass sie gucken kann, dass du gar keine Unterhose bereift hattest und so. Alles solche Mädchen. Dann klingerst du dir wieder in Bourbon ein und das schmeckt dann, weißt du, vom Winde verweht, knutscht sie zum ersten Mal. Da kriegst du bei dir auch einen Haferkick in der Birne. Auf Brautschau im Pott. Das war der Härtefall. Damals war das einfach. Du darfst nicht vergessen, das ganze Potenzial war da. Du warst hungrig, bist mit dem Messer im Mund durch die Diskos gefahren, bis nach Essen. Mein Partner hatte einen Ferrari, BBI, 12 Zylinder in schwarz, ich hatte einen Turbo Porsche in schwarz, Hamburger Nummernschilder, wir sahen auch nicht aus wie die letzten Heuler. Und da im Ruhrgebiet, da standen sie da wirklich mit ihren fettfeuchten Fingern auf dem Dach und haben da reingeguckt, Hamburger. Da brauchst du nur mit wenig Worten viel Scheiße zu labern. Dann saßen sie da auf deinem Sozius. Ja, dann sind die mit nach Hamburg gefahren. Wir hatten unter anderem eine, das war der Härtefall, sind wir von Essen zurückgedonnert, und auf der Autobahn war so ein Würstchenstand. Ein Würstchenstand, also aufklappbares Dach, ein kleiner Wohnwagen. Die Frau, die haben wir bequatscht und mit nach Hamburg genommen. Ja, die hat das Ding abgestellt und hat einen Brief noch geschrieben. Gab's ja noch keine Handys zu der Zeit. Und dann hat sie mit nach Hamburg genommen und hat dann, glaube ich, noch 4 Jahre gut gestanden. Das Mädchen mit dem Ringelsöckchen. Auf einmal macht es Ding-Dong. Ich hatte eine Wohnung überhalb des Mickmacks, der Nightclub. Ja, das war ein Kellerlokal. Das war damals Innenladen. Also wie gesagt, Tagesschausprecher und so weiter. Und das war alles da. Und darüber hatte ich eine Wohnung. Und morgens um 7, um 8 bin ich meistens erst da in die Wohnung hochgeklettert. Meistens alleine, manchmal mit Anhang. Okay, jetzt war ich alleine. Und dann kannst du dir vorstellen, dass wenn du jetzt die ganze Nacht da unten den Zambano gemacht hast in deinem Laden, ne, und dann umsaß, war toll, liest da, wirst irgendwann wach, weil du die erste Pingelpause machst, was weiß ich gerade, und gibst dir noch ein Wässerchen oder machst noch eine Dose Bier auf, hast du so eine gewisse Phase wie Nachdurst, oder dir ist alles egal. Und dann auf einmal macht das Ging-Gong und ich gucke durch den Spion, sehe erstmal gar nicht und mach so einen Spalt auf. Da steht da eine in Ringelsöckchen und mit dem Wachturm unter dem Arm. Also ich dachte nur, ich kriege Platz sagen und hör mich reden, bitte. Kommen Sie doch rein, ich interessiere mich für die Lektüre. Also das hätte schon, ne, also gut. Und dann habe ich die Mutter reingeholt und die hat dann 1,5 Jahre für mich noch angeschärft. Also der Kastanienallee am Fenster. Ich war ihr Prinz an dem Tag, habe die Ringelsocken getauscht mit anderen Klamotten, habe ihr dann ein paar richtige Hufe angezogen, wo sie geil drauf war. Für sie war das Neuland, war verheiratet, auch so ein Arschloch, der da die rote Hand an der Wand mal sieht und so. Habe ich gesagt, pass auf, es ist ein neuer Job, du brauchst nicht mehr mit der Zeitung rumlaufen und mit dieser Rüstung, was du da anhast. Also, naja, da habe ich sie, sagen wir mir Sachen, Großmutter freigesetzt. Also wo es die Gemütlichkeit herrscht, wo man auch mal vielleicht über Fußballergebnisse spricht. Und wenn die Gardine weg war in der Kastanienallee, dann kamen eben die älteren honorigen Herren von der Mittagspause. Und die waren auch sehr nett und haben auch meistens die doch mal zum Kaffee eingeladen. So wurde sie nicht gleich überrannt. Weißt du, da mit diesen herben Sachen oder dass sie sich an der leichte Eier binden will oder sowas. Das war nicht dort so. Das war bekannt.
Ja, wo ich dann auf den Kanaren war, hatte ich dann mal, dass sie sich mit irgendeinem Gast aus dem Staub gemacht haben. Also das war so ein Sprungbrett und irgendwas war ja weh. Krieg der Prinzessinnen. Fingerkuppe ab. Mal kurz erzählt, war ich mit einer Portugiesin zusammen aus den Lausen, Maria, das hat ja, der hat, wie gesagt, ein Temperament pur, ne, und die hatte Zähne, die konnten Kotelettknochen durchknallen, ne. Und mit der bin ich nun gerade am Düfteln, wie für breite Straße, und ich bringe dich nach Hause, und wir salzen die Würze gerade richtig, und in dem Moment sehe ich meine Prinzessin reinkommen, mir war scheiß Elend, und na, kurze Rede, langer Sinn, ich habe da nur Ablehnung gemacht, jetzt hau die Maria ab hinter den Vorhang, weil da ein Münzfernsprechgerät war. Und ich denke, die will telefonieren, weil sie sauer ist, da kommt sie wieder raus. Und ich sehe an ihrem Blick, ich mach keinen Mist. Da hätte ich hinter sich ein Brotmesser gehabt und wichs mir die Fingerkuppe ab. Ne? Das schöne Leben auf Gran Canaria. Jede Woche Frischfleisch. Gran Canaria, das war wie Paris besetzen. Da gab es jede Woche Frischfleisch, da wurden alle Nationalitäten, Holländer da. Und wir hatten ein Puerto Rico-Fest im Griff, das war eine Poolanlage. Da musst du dir vorstellen, da war es im gesamtdeutschen Raum vielleicht 30 Jungs da. So haben wir uns ja auch beschnuppert und kennengelernt. Da haben manche soliden Stuppen, die da auf Urlaub waren, haben gesagt, kommen Sie, sind Sie eine Zirkustruppe? Oder so, weißt du, wir waren ja auch alle ein bisschen mit der ausgeflippt angezogen. Sind Sie eine Zirkustruppe? Na servus, habe ich gedacht. Ja, ich sag, ich bin ganz oben auf dem Seil am Tanzen, ne? Mit dem Fiat die Diskotreppe runter. Das waren meine Auftritte. Da habe ich einen kleinen Fiat dort unten gehabt und das war eine Großraumdiskothek. Das ging so 20, 25 Meter eine Treppe runter. Die war mit grün ausgeschlagen, mit Messingrung. Und da bin ich mit dem Fiat runtergeblättert. Hopsete, hops, bis zu der Tanzfläche vor. Ja, was denkst du, was ich da für einen Auftritt? Der Pritzkütt, Kamille. Das ist größer wie Rosenhof und so. Ja, und dann bin ich raus und habe da aus dem Knödel, aus der Welle von den Perseen, den Keller, das an die Stirn geklebt und bitte, und haben sie mich wieder Treppe für Treppe nach oben gehüsert. Das waren dann meine Auftritte. GmbH und Nutella-Bande. Namhafte Bengels. Das waren Gruppen, das war auch zeitbedingt. Also die GmbH war schon da, das war das ältere Semester. Dann, das waren ja auch namhafte Bengels. Der schönste und beste Posierer ist dann vom Hochsitz gesprungen, hat sich das Leben genommen, weil er dann nicht mehr seine Ehre verloren hatte. Und das andere, das waren die Jungwilden, die nachkamen, mehr oder weniger, die Nutella-Bande. Ich habe diesen Brotaufstrich also als Namen, als Bandenname also nie nachvollziehen können. Also die Hampelmaxen hätte es auch heißen können. Also wer sich das antut, Nutella-Bande. Na, das war ein Brotaufstrich für mich. Naja gut, und das war eine Sache, da gab es einen Kriegsminister, der war fürs Grobe zuständig. Das war seinerzeit der Vollkontakt-Karademann Thomas Born. Ja, und das ging aber bei uns nicht, also bei mir schon gar nicht. Wenn der eine sich nicht an den Mieteinnahmen oder an der Kündigungszeit nicht gehalten hat, wir sind jetzt bei der Nutella-Bande, weil sie sich in so einen Stussarsch verliebt hatte und wo hat für den jetzt für Geld gefügelt, konnte sie mich dann nicht von heute auf morgen verlassen. Das habe ich dann schon geregelt, da konnten die auch zu 10 zahlen, ne? Und das wussten die. An die Wäsche, wie bei John Wayne. Die meine Wäsche wollen, da gab es bestimmt reichliche. Das war ja, besonders da lief das ja manchmal ab wie im Wilden Westen. Klapptür auf, wie bei John Wayne. Nee, es ist so. Dann sind schon Leute gekommen, also die sich da gefordert gefühlt und sind dann als Türsteher überwiegend aus Diskotheken gekommen und haben da was gehört, haben sich dann vor mir aufgebaut und die hat man dann wieder auf den Sattel gesetzt, wo sie hingehört haben. Also wieder weg. Für die Milchbubis Bub machen, aber bei uns gab es das nicht. Da haben wir schon wieder auf den Topf gesetzt, den Haubentauer. Leitfaden des guten Luden. Von nichts kommt nichts. Guten Luden, also zeichnet eigentlich aus, dass er zu seiner Frau steht und wirklich da im Feedback einen männlichen Charakter hat. Also kein Heiermannslude, der sie nicht irgendwo in Situation bringt, also wo sie Angst haben sollte. Das ist ja nicht so, dass die Frauen für Geld ficken gehen und dann wieder zum Kerl zurückgehen. Oder du bist der Schärfste. Die geben dir das Fett ab und kommen abends in deine Kabine wieder rein. Von nichts kommt nichts. Da machst du schon deine Gedanken und bist natürlich meist auch immer besoffen, also alkoholisiert, nicht besoffen. Ne? Also Autofahren darfst nicht mehr. Ehre, ein dehnbarer Begriff. Ja, Ehre, das ist ein dehnbarer Begriff. Und wenn da irgendwo so ein Flachwichser dabei war, der Scheiße gebaut hat, sein Geld nicht zurückbezahlt hat, oder gesungen hat, oder jemand eine Lampe gebaut hat, eine Anzeige gemacht hat, dann ist das wahres Ehrenverlust. Ne? Und dann hat er eine Chance wie ein Schneeball in der Sauna gehabt, wieder in den Raum reinzukommen. Ne?